Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Sektor A6, wie im letzten Part angeteasert, und versuchen doch hier mal noch ein paar weitere Schätze zu finden. Wo ist denn unser schöner kleiner Fischi, der hier irgendwo bestimmt rumhüpft neben der Insel, oder? Da ist er, ich habe ihn gefunden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir wollen hier noch ein bisschen abfarmen, und wir haben noch zwei Sektoren vor uns, bevor wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig wieder zurück zur Story gehen. Hey, Jungchen! Na, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Dazu noch eine nützliche Information, was? Na, dann halt doch mal die Karte auf. Ja, natürlich. So, was kannst du denn, Insel? Du kannst klein sein. Okay, sehr gut. Na, Jungchen, ich habe gerade erst eine phänomenale Information bekommen. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem erreichst du, dass er anstatt wie sonst immer zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Du weißt schon, wovon ich rede, oder? Ja, von diesem Dings da halt, das hier immer auftaucht, wenn nachts der Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Verstehst du? Kannst du mir folgen? Na, das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Mit leerem Bauch ist nämlich nicht gut aus dem Nähkästchen plaudern. Also dann, bis die Tage. Okay, gut. So, wir haben hier auf dieser Insel... ich kann es wieder steuern. Sehr schön. Ich weiß nicht, wer den letzten Part gesehen hat. Ich konnte hier nichts machen. Gut, wir haben 22 Schatzkarten schon mal. Sehr schön. Dafür brauchen wir jetzt Schatzkarte Nummer 23. Die ist nämlich glücklicherweise direkt hier um die Ecke. So, und wahrscheinlich ist es dieses Teil, was da hinten so toll leuchtet. Ja, das sieht sehr gut aus. So, bremsen, 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 bremsen. So, nein, wir wollen bergen, und zwar nach da. Passt das? Das passt. Sehr schön. Und wir finden eine Kiste. In dieser Kiste befindet sich ein weiteres Herzteil. Zwei dahin, nein, zwei im Sinn. Sehr schön. Gut, wir brauchen also noch zwei weitere Herzteile. So, dann halten wir doch mal Ausschau nach Möwen, denn hier im Osten dieser Insel soll es einen weiteren Oktopus geben. Da fliegen Möwen rum. Vielleicht sollten wir vorher mal kurz unser... Da! Hallo Oktopus, unseren Bumerang auf eine schöne Taste legen. Und dann können wir hier auch mit unserem Bumerang schon mal schön Schaden machen. So, dieser Oktopus lebt natürlich nicht lange, weil mit unserem Bumerang hat er eigentlich keine Chance. Das haben wir ja schon öfters erlebt, wenn wir denn wenigstens alle Augen anvisiert bekommen. So, zwei und noch einen. So, ja. Also ich glaube, diese Oktopusse, Oktopi, sind nicht das große Problem, wenn man einmal raus hat. Funktioniert. Wobei, ja, ich meine, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der uns schneller einsaugt hier, als die anderen. Mein Gott, er hat nur noch 5 Augen, und irgendwie hatte ich gerade ein Problem, die anzuvisieren. Jetzt hat er nur noch 1. Sehe ich das richtig? 2. Na dann. Sollte es das gewesen sein. Perfekt. Dann schauen wir doch mal, was dieser Oktopus uns denn hier hinterlässt. Auf jeden Fall erstmal einen vibrierenden Controller. Aber das Vibrieren vom Pro-Controller von der Wii U, das ist ja echt ein Witz. Also im Gegensatz zu den Xbox-Controllern kann das tatsächlich gar nichts. Ja, ich meine, ich lobe die Xbox im Moment echt sehr häufig, aber irgendwie macht Microsoft da meiner Meinung nach sehr viel richtig. So. Perfekt, direkt den richtigen Punkt gefunden. Ist ja gar nicht so einfach, dadurch, dass der Punkt immer verschwindet, wenn man sich ihm nähert. Aber gut. Und wir finden einen orangenen Rubin. Er ist so viel wert wie 100 grüne Rubine. Du könntest vor Freude in die Luft springen. Ja, natürlich. Sowieso. Okay, weiter geht es nach Sektor A5. Das ist direkt vor uns, deshalb wird es auch hier wieder... Nee, das ist nicht direkt vor uns. Das ist nämlich A7, was wir hier sehen. Wir müssen quasi nach Norden... das ist Norden. Dann gucke ich doch mal.
Ja, nee, da sind wir recht schnell. Wir sehen diese Insel quasi schon. Das ist direkt der richtige Ort. Ja, und das ist, wenn ich mich nicht recht irre, also aktuell auf jeden Fall der letzte Sektor, den ich mir aufgeschrieben habe. Das heißt, ich werde danach erstmal einen kleinen Schnitt machen müssen, weil ich erstmal gucken muss, was wir als nächstes tun werden, um uns am Guide weiter zu orientieren. Aber ich meine im Kopf zu haben, dass wir danach weiter mit der Story machen. Oh, wir brauchen natürlich das Fischfutter. Fischfutter ist gut, denn es füttert Fische. Ja, gut, dass ich nochmal welches von Terry geholt habe. Wir haben wieder fast keins mehr. War das hier? Nee. Wo war der? Wo warst du denn? Da bist du. Mensch, versteck dich doch nicht so. Zack. Alter! Warum hast du denn jetzt kein Fischfutter geworfen? So, Fischfutter. Danke. Ja, ja, Terry ist froh, dass es uns gibt, denn wir kaufen ihm Fischfutter ab. Hey, Jungchen! Ja, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet und deine Informationen. Dann mach doch die Karte auf. Bla, 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 bla. Und wir kriegen eine weitere kleine Mini-Insel in Form eines Pokémon auf unsere Karte eingezeichnet. Ja, du hast hier bestimmt auch schon dieses Schiff kreuzen sehen, das wie wild mit seinen Kanonen um sich feuert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Bin mir sicher, dass es mit Schätzen voll beladen ist. Natürlich brauchst du aber auch deinerseits eine Kanone an Bord, sonst wird das eine ziemlich einseitige Schiffsschlacht. Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du Futter springen lassen. Weiß ja Bescheid, ne? Leeren Bauch und so. Ja, gut. Dann also bis die Tage. Yo. Auch hier gibt es eine Schatzkarte, die uns einen Schatz zeigt, der zu dieser Insel passt. Das ist die Schatzkarte Nummer 28, die wir jetzt mal eben holen wollen. Nehmen wir doch halt dieses Segel hier. Oh, da sind wir schon vorbei. Vielleicht war dieses Segel dann doch nicht so toll. Es ist zu schnell, auf jeden Fall. So, bremsen, Link! Ach, Manno. Du bist zu schnell. Na, vielleicht reicht es. Wir versuchen es mal. Bergen. Ne, auf der Seite definitiv. Doch. Okay. Gut. Damit hätte sich das dann auch geklärt. Oh, das ist aber ein komischer Grafikfehler, wenn das Licht da aus der Kiste rauskommt. Und wir finden einen weiteren Silberrubin. Ja. Kann ja nicht schaden. So. Wir gehen von Bord und wir sehen, wir haben Post. Das habe ich zwar jetzt so nicht mit eingeplant, aber okay, Post kann ja nie schaden. Hallo Post. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist der erste Brief. Uti, ich hoffe, es geht dir gut. Hast du auch genug von meiner Suppe? Ich wüsste zu gerne, wo du jetzt bist. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so weit fort. Hoffentlich hast du keinen Hunger. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Uti, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich mir immer so viele Sorgen um dich mache, aber ich bin nun mal deine Großmutter. Ich habe dir mein Erspartes mitgeschickt. Viel ist es zwar nicht, aber ich hoffe, das hilft dir ein wenig. Bitte scheue dich nicht, es auszugeben. Wenn nur du und Aril bei mir sind, dann brauche ich sonst nichts mehr und bin wunschlos glücklich. Bitte komm bald wieder gesund nach Hause. Deine Großmutter. Ja, und damit haben wir einen roten Rubin gefunden. Ja, sehr schön. Sehr viel Erspartes hat Oma tatsächlich nicht. Gut. Wir wollen... Oh, blaues Schuh. Blaues Schuh habe ich tatsächlich nicht in meinen Notizen. Aber ich bin ja immer vorbereitet. So. Blaues Schuh für uns ist blaues Schuh für uns. So, das, finde ich super. Als nächstes brauchen wir wahrscheinlich eine Putt-Putt-Frucht, um an diese... eine Putt-Putt-Frucht brauchen wir, um an diese Kiste hier zu kommen. Aber vorher sprechen wir mal mit ihm hier. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir gegangen? Was? Die tantopischen Bäume, die meine Freunde gepflanzt haben, sind auch verdorrt? Das habe ich befürchtet. Wie du sehen kannst, ist es meinem genauso ergangen. Am Anfang wollte ich es ja nicht so recht glauben, aber nun scheint es immer wahrscheinlicher, dass auch hinter dieser Sache jener Ganon steckt, nicht wahr? Jedenfalls steht eines fest, dieser Baum ist nur noch mit Hilfe von tantopischem Wasser zu retten. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantopias und beträufle damit diesen tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständigst. Ja, das werden wir irgendwann mal machen. Der Baum ist verdorrt. Ach, so. Na gut, dann müssen wir wohl was dagegen tun.
So, ja, genau, da war was. Ich las davon. Wir haben zwei Putt-Putt-Früchte. Das heißt, wir haben zwei Versuche. Und ich hoffe, dass wir es mit einem hinbekommen. Denn es ist nicht so einfach. Wir müssen hier nach ganz oben. Das ist schön und gut. Aber wir haben diesmal Gegner, die uns versuchen, daran zu hindern. Mal schauen. Ja. Mal schauen, ob es uns gelingt, hier ganz hoch zu kommen. Ich würde... Ich sehe halt nichts. Das ist mein Problem. Ah! Wir können schon in den Sturzflug gehen. Fuck! Die Kollegen sind schneller. Ah, geschafft! Huiuiui. So, dann kann die Möwe jetzt einfach sich mal fressen lassen oder so. Das ist okay. Und wir wollen zu dieser tollen neuen Kiste, in der befindet sich, ich glaube, ein weiteres Herzteil, oder? Bestimmt. Nichts ist so gut beschützt wie Herzteile in diesem Spiel. Drei dahin, noch eins im Sinn, also finde noch eines, dann erhöht sich deine Energie um eins. Ja, wunderschön. So, wo ist denn... Alter Vater. Ja gut, dann gib mir halt eine goldene Feder. Da. So. Ja, da. Mann, gib mir halt eine goldene Feder, sag ich. So. Ist hier noch einer, der versucht hier sein Glück gegen mich? Nein. Okay, so, wo ist denn unser Schiff? Wo ist der Leuenkönig, wenn man ihn braucht? Wir brauchen Kanonen. Kanonen, sag ich, mein Freund. Ah, ich liebe Hamburger Akzent. Ich war letzten Donnerstag auf einem Whisky-Tasting. Und da war ein Hamburger, der das, also kein Essen, sondern ein Typ aus Hamburg, der das Ganze geleitet hat. Und es war einfach nur köstlich. Ich liebe den Hamburger Akzent. So, hier haben wir drei Schiffe, gegen die wir kämpfen wollen. Allerdings ein bisschen Segel brauchen wir schon noch. So, Herzen müssten wir eigentlich genug haben. Kommen wir so weit? Nein. Okay. Mehr Segel. Sup. Komm. Das passt doch, oder? Nee, wir kommen nicht so weit. Uiuiui. Weg. So, jetzt aber. Das müssten wir abfeuern können. Bom. Ui, die sterben nicht sofort. Das ist ja fies. Hup. Warum geht ihr nicht unter? Bam. Noch eins? Okay. So, Nummer eins hätten wir. Nummer zwei kommt jetzt dran. Flop. Flop. Und komm, 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 komm. Du musst sterben. Bam. Sehr schön. Nummer zwei. Und alle geben uns einen Schatz, das ist sehr schön. Nein, nicht das, sondern das da. So, na, nerv. Wieso trefft ihr eigentlich nicht, Schiffis? Seid ihr so schlecht? Aber ich will näher, weil dann ist das Treffen irgendwie einfacher. Bom, bom, sag, danke. So. Nein, nein, nein. Viel zu weit weg vom Schatz. So, der Schatz war... Nein, nicht ins Wasser springen, Link. Verdammt nochmal. So. Ah! Gut, dann gehen wir halt zuerst zu einem der anderen beiden Schätze da hinten. Wenn ich zu flink bin, um das Ganze abzubrechen. So, hier. So. Bergen wollen wir, aber auf der anderen Seite. Nein? Ist aber gemein. Dann wollen wir hier hin. Na, komm. Kleines Stückchen vorwärts, bitte. Komm, schwimm ein Stückchen. Schwimm ein Stückchen. So. Hier muss ein Schatz sein. Das gibt's doch nicht.
Dann gehen wir halt zuerst zu diesem da. Nein, bremsen! Manu! Das gibt's doch nicht. Ich treff diese blöden Schätze nicht. So. Brems. Verdammt nochmal, Link. Immer diese Präzision, die du benötigst. So, das müsste aber passen. So, einen von drei Schätzen haben wir. Einen von drei Schätzen, genau. So, der kann was? Ich weiß es nicht. Du hast eine Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschlüsselt und du musst sie erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Okay. Ich habe ja keine Ahnung, was diese Triforce-Karte kann. Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an. Okay, wir wollen hier wahrscheinlich jetzt schon wieder bremsen, ja. So, sehr gut. Das müsste eigentlich reichen. Jawohl. Und wir haben eine weitere Kiste gefunden von Schiff Nummer 2. Und die kann einen orangen Rubin. Das sind nochmal 100 Rubine. Das ist auch sehr cool. Ja, ist die Frage, wo ist es denn jetzt von dem dritten Schiff? Ist es das da? Das da. Das da wahrscheinlich, oder? Wenn nicht, auch nicht schlimm, haben wir hier trotzdem einen weiteren Schatz. So, bremsen. 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 So, perfekt. Ja, man muss nur früh genug bremsen, dann kann es auch klappen. Und wir haben eine weitere Kiste geborgen. Also ich werde nicht alle Kisten bergen. Es gibt ja auch welche, die stehen so auf dem Meer rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich lohnt. Okay, ein violetter Rubin sind auch 50. Sehr schön. Okay, gut. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen weiter meinen Spielberater wälzen, denn ich muss mal schauen, wo wir als nächstes hingehen können. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einem anderen Sektor wieder, weil ich, ja, dieser Sektor, der ist definitiv abgeschlossen. Bis gleich. So, wir sind zwar nicht da, wo wir hin müssen, aber wir sind hier an einem großen Wirbelsturm und weil wir kurz ein Foto von diesem kleinen Frosch hier machen müssen, werden wir jetzt auch mal kurz in diesen Wirbelsturm reinfahren. Ups, so, flopp. Dankeschön, dieses Lichtbild wollen wir natürlich behalten. Und das war auch so ziemlich alles, was wir jetzt kurz in diesem Schnittteil erleben werden. Denn wir werden jetzt irgendwo random platziert und wir gehen als nächstes in den Sektor D3. Wo auch immer wir jetzt gerade angekommen sind. Wir sind jetzt in der Nähe von... Oh, cool, Portemonnaie. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Wir wollen nach D3. Ja, da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Hat doch noch geklappt. Sehr schön. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Und dazu noch eine nützliche Information, was? Na, dann falte doch erstmal deine Seekarte auf. Ja, klar, kennen wir ja. Ne? So. Kritzel, kratzel. Und wir haben eine ganz, 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 ganz kleine Insel, die aussieht wie ein Playbutton mit einem Punkt. Es kursieren Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernd schöne Lehrerin geben soll. Allerdings macht ihr wohl eine Viererbande von Wortlauten, Vorlauten, Rotzlöffeln das Leben ganz schön zur Hölle und das täglich. Diese Sträucher hacken den ganzen Tag irgendwelche Streiche aus und klettern zum Beispiel auf Bäume oder verstecken sich in Gebäuden. Eine ordentliche Standpauke brauchen die mal. Schließlich kann einem die arme Lehrerin doch nur leid tun. Das wär's soweit von mir. Falls du Informationen noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Mit leerem Bauch und so, ne? Kann, ja, 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 weiß Bescheid. So, wir wollen auf diese kleine Mini-Insel da vorne. Am besten ohne in diesen komischen Wirbelsturm zu kommen, der auf diesen Inseln überall ist, wo wir jetzt hin müssen. So, bleib mal stehen, Leuenkönig. Wir wollen hier drauf. So, ja, dieser Wirbelsturm, das ist der, den wir eben im letzten Schnitt kurz gesehen haben. So, wir müssen zu dieser tollen Statue hier, die sehr ominös aussieht. Oh. Sie lebt. Umher, Irrender, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst, bringe den Diamant zu mir. Ja, ich höre auch immer auf Statuen, die sehr ominös aussehen und mit mir reden. Klar, natürlich. Du hast Dienst Diamant in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleiben noch zwei. Ja.
Gut. Wir gehen weiter nach Sektor D4, denn dort wartet noch etwas Schönes auf uns. Tatsächlich ist es nicht... oh, ein Schiff. Tatsächlich ist es nicht... Och, nee. Ach, verdammt, das wollte ich jetzt nicht. Wir kommen ja auch nicht weg. Es ist, das ist, wenn man einmal in diesen komischen Wirbelsturm reingekommen ist, dann ist vorbei. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Ich will, eigentlich wollte ich nur einen Sektor nach Süden. Wir sind an Draconia. Sehe ich das richtig? Ja, super geil. Okay. Wir sehen uns in Sektor D4 wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch in Sektor 4 angekommen und wir brauchen kurz Fischfutter, das uns so langsam tatsächlich ausgeht. Mein Gott. Und wir wollen hier Fischfutter ausstreuen. Ja, damit wir diese Insel einfach mal kurz eingezeichnet haben. Obwohl wir nicht auf diese Insel drauf wollen. Aber man will ja auch schließlich seine Seekarte vervollständigen. Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Dazu noch eine nützliche Information, was? Na, dann falte doch mal deine Karte auf. So. Ja, zeig uns mal kurz die Insel. Die sieht übrigens sehr interessant aus. Wie ein Würfel mit einem Strich drum. Oder wie, ja, ein Würfel mit einem Loch, auf der 6 liegt. In Portemonnaie gibt es doch diesen Marktstand. Der Besitzer lässt doch da einfach seinen vollbeladenen Tresor rumstehen, damit ihn ja auch jeder sieht. Dann würde mich nicht wundern, wenn das mal demnächst so manchen Dieb auf den Plan ruft. Naja, wenn ich da einen Dieb auf frischer Tat ertappen würde, würde ich ihm aber den Hosenboden stramm ziehen. Das kannst du mir glauben. Selbstverständlich aber nicht aus purer Nächstenliebe, sondern weil ich es auf eine feine Belohnung vom Chef dort abgesehen hätte. Nun schau doch nicht so überrascht, so ist nun mal die Welt der Erwachsenen. Nee, das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Mit leerem Bauch und so. Weiß ja Bescheid. Was sage ich eigentlich? Genau. So. Ja. Wir wollen nach nach Westen. Da ist nämlich noch ein U-Boot. Und das wird auch unser Abschluss für diesen Part hier. Wir werden dieses U-Boot begehen. Und, dort bestimmt noch irgendwas Tolles finden. Ja, auf jeden Fall finden wir da noch was Tolles. Bis jetzt gab es in den U-Booten tatsächlich immer irgendwas Gutes. Entweder eine Schatzkarte oder ein Herzteil. Von daher, ja, kann man eigentlich nicht klagen. So. Von dir da unten hätte ich ganz gerne erstmal die Halskette. Foto haben wir, glaube ich, von dem Typen schon, oder? Ja, ich meine schon. So, wir können die nicht anvisieren, das ist ja blöd. So, gib mal her. Dankeschön. Die Halsketten finde ich immer super. Ja, dann machen wir halt eine Spezialattacke. Oder so. Au! Mann. Oh, was ist denn bei dir kaputt? So, jetzt aber. So, das Schuhgelee wollen wir natürlich auch. Oh, da kommen noch mehr. Okay. So, aber auch von diesem netten Kollegen wollen wir natürlich, dass die Kette haben, weil wir sind ja Raffzahn-Link. So. Stirb doch einfach, danke. So, kommt dann noch einer oder war es das jetzt? Ne, kommt natürlich noch einer. Klar. So. Loot. Ja, jetzt kann man sich auch tatsächlich nicht mehr über Rubine beschweren, weil so viele Rubine kriegt man ja nicht. Ah, oh, Schuh. Was wollen wir denn? Was will denn dieser komische Chuchu hier? Na, immerhin gibt er uns ein bisschen Chuchu-Gelee. Oh. Sterbt. So. Hoffentlich war das jetzt der letzte. Stirb. Warst du das? Da kommt noch einer. Ach, danke. So. Ja, aber schwierig sind die U-Boote jetzt auch nicht. Höchstens ein bisschen nervig, aber... Oh, stirb doch. So. Und wir kriegen eine weitere Schatztruhe. In dieser befindet sich erstmal gar nichts, weil Link daneben vorbeirollt. Okay.
Schatztruhe, was verbirgst du in dir? Ganz tief unten. Ein weiteres Herzteil. Und wir haben damit schon den 11. Herzcontainer. Wow. Es ist unfassbar, wie schnell das mit den Herzcontainern geht. Finde ich. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon die Hälfte des Spiels rum haben. Na gut. Ja, dann sollte auch dieser Part zu Ende sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Link ist gerade unterm Schiff hergetaucht. Auch nicht schlecht. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Beim nächsten Mal geht's garantiert weiter mit Story. Und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.